Schattierungen werden vorbereitet. Dies kann je nach Hardware ein paar Minuten dauern. Warte bitte einen Moment, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Ich habe jetzt 10 Sekunden gewartet. Alter, 33 FPS. CPU-Nutzung 40%, what the fuck? Er ist jetzt auf 20 runtergegangen. War nur der Ladebildschirm, aber die GPU. Hoho. Hogwarts Legacy. Ja, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu diesem komischen, hässlichen Fatzke, der hier die Dingsbums unsicher macht. Ist das dieser komische, ist das diese Liebesperle, die wir sammeln müssen? Ich habe immer noch keine Ahnung von dem, ich habe immer noch recht wenig Ahnung von Nachricht des Tages. Importiere exklusive Waren für was? Hausfanatik? Ja, ist klar. Machen wir hier einfach mal weiter. Und ja, man kann mich dafür hassen, aber es ist mir so egal. Boah, ich habe Hunger und ich habe hier noch ein Schokocroissant von der Kantine übrig, was ich mir heute Morgen gekauft habe. Neuer Auftrag. 2 Runden gekreuzte Stäbe. Warum 2 Runden? Das hört sich so falsch an, Freunde. Es hört sich einfach falsch an. Halbtrockenes Croissant mit Schokoladenfüllung, die kaum noch vorhanden ist. Eine Runde Training im Zauber kombinieren mit Lucian Betterbeat durchführen. Gut, wollen wir mal die Zauberstäbe kreuzen. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Ich komme immer noch nicht auf diese komische Stimme klar. War schön, dass ich dem eine helle Stimme gegeben habe, aber warum hört sich die an wie aus einer Blechdose? Hätten sie nicht wenigstens... Protego! Lumos! Legios! Repar! Accio! Legios! Okay. Ich bin wieder im Blick. So, Warum muss ich da hoch? Ich kann doch bestimmt mit der Karte dahin zielen. Geheimnisse der verbotenen Abteilung oder Professor Heckerts Aufgabe. Na, ich würde gerne 2 Runden im... Die Karte könnte besser sein. Aufträge. Kann ich nicht irgendwas... Dafür brauche ich Ikendio. Okay, gekreuzte Stäbe. Sprich mit Lucan Betterby. Zauberkombination üben. Ja, muss ich beides machen. Komm schon. So, wo ist denn der Lümmel jetzt? Da war ich doch schon richtig, oder nicht? Da. Weißt du, dieses Hin und Her... hinreisen. Auf der Switch ist halt, ne, der normale Bestätigung AX-Knopf ist halt ablehnen. Bei der Switch. Ui, Zoe, was machst denn du da? Revelio. Warte mal. Warum hat sich denn der Auftrag jetzt schon wieder...
abgelehnt. Nein, muss hier runter. Nicht rennen, Kinder! Hogwarts Legacy soll 100 Jahre vor dem eigentlichen Harry Schwanz und Fotzenpotter spielen. Ich will nach unten, du Lappen. Oh, komm schon. Hallo, Madame. Ja, nicht alle Bilder bewegen sich. Hä? Muss ich nicht hier runter? Ach so, da. Ja gut, man sollte sich mal ein bisschen umgucken, ne? Ist aber cool gemacht. Ne, hier ist nur so ein Spiel. Eigentlich sind echt coole Spiele, muss ich sagen. Aber die habe ich, glaube ich, schon gelöst. So schöne Mathe-Rätsel. Also rätselmäßig ist das Spiel vorne mit dabei. Ist zwar schön, dass der... Och, Lucan, komm schon. Warte mal. Ein bisschen Nebel. Kann ich hier runter? Ich spiele auf mittleren Einstellungen, weil die Grafikkarte nicht mehr hergibt, aber dafür mehr FPS gibt. Nee, da bin ich doch schon falsch. Also man muss sich hier in dem Schloss echt ein bisschen... Wie heißt's? Echt ein bisschen, zurechtfinden. Ja, ich will nicht nach oben, ich will nach unten. Ist das jetzt hier richtig oder will ich eins weiter runter? Revelio. Hallo Katze. Sieh, ja, das ist ein cooles Muster. Also mit so einem Leopardenmuster, so eine Katze würde ich mir auch gönnen, aber ein richtiges. Das sieht aus, als würde ein Ochsen vögeln. Hallo, alter Mann. Nein, ich will nicht wieder von dem Schloss gefressen, von dem Frosch gefressen werden. Schön, dass sie Musik machen, gefällt mir. Ne, kann ich nicht, okay. Da wollen wir nochmal die Stäbe kreuzen hier. Kommt mal her, ihr Jungs. Willkommen zurück. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und man kann diese Stimme nicht ändern. Das ist saunervig. Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Ich zieh's durch. Trittst du mit deinem Partner an? Nehmen wir den... Muss ja lachen. Weil Sebastian Sallow... Ich habe halt am Anfang Swallow gelesen. Das war lustig, okay. Oder wollen wir mit der Nazai spielen? Na, die haben wir beim letzten Mal genommen. Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Hey, gute Nati, komm mal her, ihr Mädel. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Ja, was hat der Hexe so eine Damenstimme?
Au! Boah, komm schon! Mädels, jetzt macht man nicht mal, holt man nicht rum. Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen nur Schwitzen gebracht. War schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Ja, ist klar. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ist klar. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Koboldsteine? Habe ich die nicht bei der kleinen Dame schon mal? Habe ich der... Keine Ahnung, kleine Mädchen, was alle rummeckern. Aber Kombination mit Dingsbums? Okay. Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Na klar. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, auf diese Stimme echt nicht die Puppe klar. Landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Wir sind ja einfach aufhören, gehe. Dann beim nächsten Mal. Hab ich noch! Akir. Lumos. Legioso. Das war interessant. Ah, links steht, was ich brauche. Okay. Okay. Gut so. Okay, das könnte echt. Das Kampfsystem ist echt cool. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Aufgabe erledigt. Das habe ich gesehen. Das ist echt cool. Kann sagen, was man will. Ich find's toll. Kämpfe macht Spaß. Aufträge. Ja, jetzt muss ich hier weitermachen. Ich habe mehr als genug nebenher Aufgaben gemacht. Hallo, Karte. Hallo. Nicht länger verfolgen. Hallo, ich... Die Karte haben sie ein bisschen verkackt. Finde ich jetzt. Ich glaube, er war hungrig. Oder er mag dich nicht. Balthasar liebt mich. Ich bin sein bester Freund. Ich denke, der beste Freund eines Knuddelmuffs ist ein anderer Knuddelmuff. Aber ich hatte ihn, seit er ganz klein war. Er kennt nur mich. Ich bin sein Freund.
Wieso hast du dann eine blutige Nase von dem angeblich so süßen Knuddelmuff? Wie gesagt, das ist dämlich. Du chillst dein Leben? Kann man mal machen. Hallo, kannst du mir helfen? Was brauchst du denn? Hallo? Hast du mich gerufen? Ich dachte, vielleicht hat ein anderer Hufflepuff die Ausdauer, mit mir ein Abenteuer zu erleben. Immer. Genauer gesagt folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ach, kein ich Problem. Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Was ist denn ein Knuddelmuff? Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Kann man mal machen. Warum nicht? Einer Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Ist klar. Wo sollte ich mich zuerst auf die Suche machen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hackets Klassenzimmer anzufangen. Na gut. Ich gehe auf Schatzsuche, wenn ich Zeit habe. Na gut. Wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Na gut. Wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Beim Rihorn? Bei dem Gemälde muss ich ziehen. Das ist irgendwo draußen im Hof. Muss das hier hergezogen werden? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung. Finde den ersten Orientierungspunkt von Arthurs Schatzkarte. Ach, Arthur. Geheimes Lager im Schloss. Hier ein Hinweis? Nee, ne? Kann ich mir das nicht angucken? Auf der Karte finden bringt nichts, weil das ist eine Schatz. Ich würde gerne ist es vielleicht hier? Mal überlegen. Gehen wir mal in die Bravadengemächer vom. Oh. Ist aber schön, dass ich da Schlösser öffnen kann, vor allem wenn der Aldi hier sitzt. Arthurs Schatzkarte, so. Gucken wir mal im Inventar. Kräuterkunde, Brief von Black an Fick. Black an Fick. Ich fand den alten Mann klasse. Klassenzimmer, wo ein komisches Nashorn ist. An der Schnauze des Nashorns. Aber das hat der Alte nicht hier, ne? Ist aber auch jemand anders da. Kann er mir den ersten Tipp nochmal geben? Emily hat versprochen mit meinen Haaren. Komm mal her hier. Wo ist denn der Lümmel hin? In unserem Schlafsaal schreit. So, entweder. Habe ich das nicht schon gemacht? Nee, habe ich nicht. Okay, dann wollen wir mal gucken.
5, 3. Warte mal, 5 minus 3 sind 2, minus 0 sind auch 2. Da fehlen noch 2. Erste Fragezeichen ist eine 2. Lass mich mal belegen. Die Eule ist eine 0, 1, 2. Das ist also der Bock. So, und hier haben wir 12 minus 4 sind 8. Minus Einhorn sind 1. Das bedeutet, hier fehlt eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das bedeutet, das zweite Fragezeichen ist der Gecko. Nö. 12 minus 4 sind 8. Das Einhorn ist 0, 1. Minus 1 sind 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese Zecke oder was weiß ich, was das für ein Vieh ist. Ja. Es fängt ja bei 0 an, wie im binären Zahlensystem. Drachen, was gibt's denn hier? Sirene, halb... Was? Silberne Halbglasbrille. Kann man mal mitnehmen. Hier gibt's aber sonst nichts, ne? Nur hier diese Truhe noch. Sammlung aktualisiert. Mittelgroßer verzierter Tisch. Komme ich nicht hin. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach 3 Sachen suchen. Da will ich auf jeden Fall mir mein Inventar nochmal angucken. So, Drachenstab, Nashornskelett, Bild zum Ziehen und irgendwie so eine Drachenstatue im Freien. Ich habe Revelio. Snagloch mit einem Kartoffelbauch. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Ach, die ist super. Die mag ich total. Da geht mir doch immer gleich ein Herz auf, wenn ich die Alte höre. Oh, Entschuldigung. Warte mal. Akio! Levioso! Sammle Handbuchseiten in Hogwarts. Ja, ist doch super. Muss ich nur gucken, wo dieses komische... Okay, das ist echt cool. Ich hätte so gern so eine Lampe. Einfach so eine Sternbildlampe oder so. So ein Projektor. So eine 3D-Leuchte. Es hat schon was. Ja, wollte schon sagen. Ernsthaft. Ach, der mit den Trollen spielt und kriegt einen auf den Deckel. Hallo, alter Mann. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ist mir auch scheißegal. Kannst du mal aufhören, mit deinem Stab zu wedeln? Danke. Hier kann man so viel zweideutige Dingsbums machen. Astrologie? Aber das ist eigentlich mein, was? Meine Liebe Satyavati. Du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteoritenschauer geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben, als Muggel wohlgemerkt, soweit ich weiß, und vorschlagen, die Position des Staubs auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, wie sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Tanta Manta später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, dir geht es gut. Revelio. Astrologie.
Du hast nichts zu sagen, Mädel? Nee, ne? Ups, Entschuldigung, Damen. Entschuldigt die Damen, wollte ich nicht. So, hier war ich noch nicht. Den Globus kann ich drehen, aus wessen Gründen auch immer. Warum ist hier so ein komischer, unheimlicher Nebel? Das sieht doch schon wieder komisch aus. Da habe ich doch schon wieder irgendwas im Ohr. Aha. Protego! Lumos! Ein Astronomie, wo man nach draußen gucken kann. Da gibt's eine Motte. Doch, der schon wieder. Dieser alte Clown. Geh wieder auf den Sack. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich dieses komische Dingsbums finde. Hallo, Eule. Nee, irgendwie läuft das nicht. Protego! Lumos! Da. Komm mit, Motte. Komm mit. Die müssen wir zu den Bildern bringen. Für die Twitch-Zuschauer. Und dann kriegen wir XP. Gefällt mir echt gut. Was zum? Ja, wollte schon sagen. Handbuch nehmen, 80 EP kann man mal machen. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob Ronan uns eigentlich einen Zauberspruch beibringt oder selbst übt. Findest du nicht auch? Man weiß wirklich. Protego! Lumos! Revelio! Lumos! Lumos! Okay, Y ist also. Ja doch, Y ist also der Protego. Ich verstehe. Aber hier bin ich doch falsch. Ich suche doch eigentlich so ein komisches Nashorn oder den Garten. Und. Hast du gerade gestöhnt? Hallo? Ich melde mich nur in Fächern, in denen es für falsche Antworten keinen Punkteabzug gibt. Also eigentlich nicht oft. Oh, schade. Schon gemein. Punkteabzug für die verschiedenen Häuser. Das ist. Ist jetzt. Man kann davon halten, was man will. Ich finde es fragwürdig, schon im Kleinen auf irgendwie die eine Gruppe gegen die andere aufzuhetzen. Revelio. Aber ansonsten sieht hier alles ganz gut aus. Er hat mir eben den Tipp gegeben und ich Vollidiot hätte eigentlich zuhören sollen. Kann ich eigentlich einen Feuerzauber machen? Dann kann doch hier bestimmt. Passiert doch hier bestimmt irgendwas. Du. Ich sehe hier echt aus wie El Capone, du. Die Lichter spiegeln sich in meinem Haaren so extrem, dass es aussieht, als wäre ich ein alter Mann, aber eigentlich habe ich nur dunkelblonde Haare. Turm zur Verteidigung der dunklen Künste. Das ist zwar alles schön, bringt mich nur nicht weiter. Die Schatzsuche. Es gibt nichts Besseres zu Weihnachten als ein Glas Butterbier und Minzpies mit meinen Schwestern. Mutter freut sich so darauf, dass ich in den Ferien nach Hause komme. Ich finde es so widerlich. Ich verstehe es einfach nicht. Butterbier. Hier war ich doch schon. Gehe ich mal in ein anderes Dingsbums. Den Schatz kann ich behalten. Der wird doch bestimmt lustig. Finde den ersten Orientierungspunkt von Arthurs Schatzkarte.
Ja, die Frage ist nur, was ist der erste Orientierungspunkt? Das hier? Revelio. Protego. Lumos. Ja, ist das? Nee, warte mal, da fehlt doch auf der linken Seite was. Ja, wenn da wenigstens eine Zahl stehen würde, würde ich ja wissen, was los ist. Nashorn oder so ein Gerippe. Theoretisch stehe ich ja vor so einem Gerippe, aber es hat keine Treppe im Hintergrund. Bedeutet, das ist schon mal falsch. Achso, das waren die Toiletten. Diese komische Truhe, die sich verschließt, sobald man in die Nähe betritt. Ja, das ist, glaube ich, Zauberer. Und hier kommst du nicht rein. Warte mal, Klassenzimmer von irgend so einem Ficklappen. Hier ist verschlossen. Keine Ahnung, wer das ist, aber ein bisschen eitel. Eine leere Vitrine, der Schule geht's Geld aus. Magie rentiert sich nicht so stark, ne? Oh, komm schon. Schloss sie auf. Ich hab keine Ahnung, wie diese Zaubersprüche hier sind. Oh my goodness. La, 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 la. Hallo, dreiköpfiger Wolf, der eine Schwalbe frisst, aber nicht kriegt, weil die anderen zwei Köpfe mal lieber sitzen. In irgend so einem Kack-Klassenzimmer, ne? Revelio. Ach, da ist schon wieder diese komische Katze. Kann ich hier eigentlich auch Katzenfans... Oh ja, voll in den Arsch. Der sieht irgendwie aus wie Fresh Dumbledore. Oh, komm schon, wer schreit denn hier wie so ein... Ach so, die beiden. Die will den Köpfen. Hat er wohl verdient. Der Lümmel. Oh, ich hab echt keine Ahnung, ey. Revelio. Hier ist nix. Schade, schade, schade. Ja, hier kann ich nur die Globis drehen. Also ich, keine Ahnung. Eigentlich Globus oder Globusse? Ich meine eher Globis. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ist das Slytherin? Hallo, ich bin Hufflepuff. Habe ich hier was zu suchen? Darf ich hier hin? Will ich hier hin? Komm her! Die Animation ist cool. Revelio. Hier gibt's nichts. Gehen wir mal die Slytherin-Mädels abklappern. Schick, schick haben sie es hier. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Dass es hier nichts gibt. Ich hätte es eher gedacht. Super, da können wir schon wieder was sammeln. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade langlaufe. Ich habe so das Gefühl, ich sollte lieber mal mit der Story weitermachen, anstelle hier rumzugammeln und irgendwas zu tun. Aber ich habe irgendwie Bock drauf. Na, Süße.
Ey, ich grabe hier einfach alle Mädels an. Der Wasserspeier. Ja, hier gibt's einiges zum Sammeln. Kann ich nicht so einen Schmetterling fangen? Einfach zack, bumm. Und einfach im... Oh, hier gibt's noch Schatztruhen. Schatztruhen, ich will da rein. Da ist Pixelfehler.